Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Quiz-Up-Meisterschaft. Und heute starten wir an mit das Beste aus Quiz-Up. Ja, die Folge kam gestern leider nicht mehr online. Ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft, das Video zu machen. Ja, und ein anderer Grund natürlich heute, warum das Video jetzt auch so spät dann kommt. Weil es einfach viel zu heiß ist, um irgendwas zu machen, ganz klar. Vormittag hatte ich Fahrschule, da konnte ich auch nichts machen, also... Dafür jetzt zufälliger Gegner. Ich hoffe, jetzt klappt es. Ja, jetzt funktioniert es, weil davor wurde kein Gegner gefunden und ich habe da wirklich 3 Minuten das laufen lassen. Aber jetzt haben wir einen Gegner, nämlich aus Österreich dieses Mal. Hatten wir im ersten Video nur deutsche Gegner, jetzt mal ein Österreicher. Runde 1. Ja, das erste ist schon mal gleich richtig. Aber das sind hier auch Fragen drin, wo man halt... schwierig zu beantworten sind. Ich kann euch die Fragen nicht vorlesen, weil es dauert zu lang. Ja. Schon falsch als Richter wäre ich die gewesen. Weiter geht es. Auch hier keine Ahnung, wie dieses Bild heißt. Also das sind wirklich Querbeet-Fragen drinnen. Cool Runnings, ja, das stimmt wieder. Eine Frage bräuchte ich, glaube ich, noch richtig. Um, glaube ich, das gestrige Ergebnis zu überbieten. Die tippen wir auf Madonna, ist korrekt. Und ich glaube, wir haben es überboten. 95 hatten wir es gestern auch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall 95 für das Beste aus Quiz-Up. Weiter geht es jetzt mit Allgemeinwissen. Diese Kategorie trifft auf Fußball-Kurios, das kommt gleich danach. Und ich bin auch schon gespannt, wie dieses Duell hier ausgehen wird. Also wenn ihr mittippen wollt, wie ich die Duelle spiele, ihr könnt es gerne machen, auf Kicktipp Quiz-Up-Meisterschaft eingeben. Genau, weil da bin ich immer noch alleine, deshalb würde ich mich freuen, wenn da noch ein paar hinzukommen würden. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei allgemeinem Wissen drankommt. Oh, jemand aus USA in den Top 10 dieses Monat. Ah, ein harter Gegner auf jeden Fall. Zuerst gleich mal falsch. Lief nicht so gut der Beginn. Weiter geht es. Auch hier knapp vorbei Portugal und Spanien, das... könnte halt beides sein. Ein Gecko ist eine Eidechse. So viel weiß ich auch noch. Also allgemein, wir sind bisher auch noch nicht so das. München ist an der Isar, ganz klar. In Bayern weiß man das und ja, mein Gegner ist falsch. Das ist Brasilien. Also ein bis zwei Fragen richtig wären noch gut. Sagrada Familie ist in Barcelona. Das weiß man auch. Letzte Runde. Oktoberfest beginnt im September und somit knapp verloren. 97 zu 99. Das war echt richtig knapp hier. Ich bin schon gespannt, wie es bei Fußball-Kurios so läuft. Gegner ist natürlich allgemein, wir müssen mal schauen. Ja, wie dieses Duell dann ausgeht. Und wir haben einen Gegner, auch aus Deutschland. Okay. Ja, und ich sag's in jedem Video irgendwie, ich muss das Profil hier noch ändern. Mache ich bald. Ich habe fertig, war das Ende von Giovanni Trapattoni. Damals. Muss man das Fußball wissen. 2001 Meister, jetzt mal Schalke. Dann nächste Frage. Stand 2015 HSV. Muss man natürlich auch mal schauen. Der HSV war jetzt in der zweiten Liga. Auch hier diese Frage wusste ich nicht. Weiter geht es. Indien war da nicht dabei. Dieses Duell
geht an mich normalerweise, aber es kann sich noch so schnell ändern. Und jetzt die letzte Frage. Da habe ich keine Ahnung gehabt. Somit gewinne ich das Duell. Neuen Titel habe ich. 75 reicht das? Ich glaube nicht. Ihr hattet den Film, ist also schon die vorletzte Kategorie für dieses Video. Und ich weiß nicht, welche Fragen da rankommen. Also, ja, Filme bin ich nicht so der Spezialist dafür. Jemand aus Deutschland auch Level 1, okay. Los geht es mit Hunde 1. Harry Potter, ja, das ist, glaube ich, der Zauberstab. Ja, immerhin die ersten Punkte geholt. Blade Runner, nein. Black Swan, keine Ahnung. Ja, eine richtige Netz. Ice Age. Das weiß ich auch wieder. Weiter. Und hier kann ich nur raten, St. Vincent, das ist sogar richtig. Sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Und Fischnamen, so anders ist auch korrekt, Wahnsinn. Jetzt habe ich schon mehr als bei Fußball Kurios davor. Aber das habe ich falsch, weil ich auch keine Ahnung habe hier. Also wenn ich das Duell hier gewinne, dann weiß ich auch nicht weiter. Das war falsch, unglaublich heiße. Ja, Duell habe ich gewonnen, aber mal schauen, wie viel diese 77 Punkte dann am Ende wert sind. Hoffentlich klappt es jetzt im zweiten Anlauf. Gerade habe ich gespielt und dann war auf einmal die Verbindung zum Gegner unterbrochen. Ärgerlich auf jeden Fall. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Weil das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Jetzt sind wir aus Deutschland, da könnte die Verbindung besser sein. Davor hatten wir jemanden aus Österreich. Wolke 7 ist das. Weiter geht es, Runde 2. Das sind 7 Brücken. Also am Anfang immer einfacher erfragen, aber dann wird es schwieriger. Wie viele Kalorien? Keine einzige Kalorie da. Ja? Also immer, wenn man immer Wasser trinkt bei den Temperaturen sowieso gut, dann nimmt man nicht zu. 1888, ja. Auch korrekt. Auch in der 5. 50er? Nein. 40 tatsächlich. Okay. Blackjack kenne ich mich hinaus. Ich sage einfach mal 21 ist sogar korrekt. Läuft jetzt gerade auf jeden Fall. Und letzte 100 Bonus. Lungenflügel gibt es 235 Punkte. Das ist stark. Reicht auf jeden Fall zum Sieg in diesem Duell auf jeden Fall. 135, glaube ich, der Höchstwert. Ich muss mal, ja, jetzt gleich in den Ergebnissen nachschauen. Der erste Spieltag ist also zur Hälfte vorbei. Die ersten 5 Spieler stehen die Ergebnisse fest. Und man hat wirklich ziemlich hohe Ergebnisse. Also vielleicht ändere ich das doch nochmal ab und tue es einfach durch 14 teilen. Schreibt es gerne in den Kommentaren, wie ihr das dann findet oder durch 21. Mal schauen, aber durch 7, man sieht so hohe Ergebnisse kommen da raus. Auf jeden Fall Bundesländer gegen das Beste ist Quiz ab und Quiz ab gewinnt er sich damit 13 zu 11. Ich habe auch hier die Kommazahlen immer dazu geschrieben. Dann Allgemeinwissen gegen Fußballkurios 13 zu 10. Auch eine kleine Überraschung, dass Allgemeinwissen sich da durchgesetzt hat, aber auch hier, er hatte den Film gegen Benenne die Zahl 11 zu 19 dann am Ende. Da war es mir eigentlich klar, dass Benenne die Zahl sich da durchsetzt. Dann im nächsten Video bei QuizUp wird wahrscheinlich morgen kommen. Ich denke, morgen ist ein guter Tag, um das dann hochzuladen. Auch erst nachmittags, abends, vormittags bin ich, wie auch heute schon Fahrschule. Also bald habe ich auch Prüfung Fahrschule. Also dann habe ich es hinter mir hoffentlich, wenn ich es schaffe. Aber heute war wirklich anstrengend. Also heute war echt doch mal
anstrengender, vor allem weil es auch warm war und 2,5 Stunden war jetzt auch mein längstes bisher. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Allgemein Wissen, Fußball, Kuriositäten, sozusagen, haben wir schon gesagt. Dann auf jeden Fall, ja, Fehler sind ja auch schon wieder drin, sehe ich gerade. Benenne das Essen. Das ist hier falsch, das Ende. Ich, live ändere ich das hier ab. So müsste es passen. Nee, so passt es auch nicht. Also, ihr seht schon, die Hitze tut mir auch nicht gut, aber das mache ich dann schon noch, dass es passt. Benenne das Essen auf jeden Fall gegen Musik allgemein morgen. Im morgigen Video. Und Abkürzungen kommt dann auch noch. Und Kräutergewürze und Weltraum. Das sind die 5, die dann kommen. Und dann im letzten soziale Netzwerk, Definition, App, Logos, Fahrschule und 21. Jahrhundert. Ja, erster Spieltag, also jeder Spieltag zieht sich da ein bisschen hin bei der Quiz-Abmeisterschaft, aber da haben wir auch Zeit, also da rechne ich 2019 und 2020, also 2 Jahre rechne ich, dass wir da durchbrauchen. Nein, nicht 2 Jahre, 1,5 Jahre. So machen wir es bis Ende 2020, ist die Meisterschaft hier abgeschlossen, der Plan. Und somit war es das jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.